Waage, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Mai und Juni. Wir nähern uns in großen Schritten dem Sommer. Deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Seele ist der Kompass. Da gucken wir gleich weiter rein in die Karte, was die zu bedeuten hat, was da für eine Energie hintersteht und so weiter. Wir gucken jetzt aber erstmal in die Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neuner-Legung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine momentane Beziehungsenergie, dann die Beziehungsenergie an sich und dann eine Karte für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf diese Energie gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link findest du in der Infobox, da findest du außerdem den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen. Und noch einige mehr, schau da gerne vorbei. Und jetzt fangen wir aber mit der Legung an. Du entspannst dich, lehnst dich zurück und lässt das auf dich wirken, was ich hier sage. Und musst dann letztendlich ja selber entscheiden und gucken, ist es deine Legung oder nicht. Der Kompass dreht sich um eine bestimmte Ausrichtung. In der Regel ist es eine Neuausrichtung, die man eingeht. Aber ich spüre mich mal rein, was es genau mit dir zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dass es bei dir darum geht, eine bestimmte Ausrichtung zu überdenken, beziehungsweise dass sich irgendwie ein Punkt zeigt, an dem du merkst, oh, der Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, da kommt jetzt wie ein neuer Aspekt mit rein. Da will was Neues gesehen werden, da will was Neues integriert werden. Und deswegen ist ein Weitergehen in einem bestimmten Aspekt, wie du weitergehst, ist offen. So, das ist erstmal die Hauptenergie. Ich werde jetzt die Hauptenergie für die Neunerlegung ziehen. Da haben wir die Karte Gerechtigkeit. Das ist das Geradeziehen von einer Situation, Waagschalen in die Waage bringen, auch mal eine Entscheidung treffen. Das werden wir sehen. Ich mache das jetzt so. Ich werde erstmal die komplette Legung auslegen und dann etwas zu den Positionen, die komplette Legung auslegen, etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten sagen und dann kommen wir in die Deutung. Obere Reihe, eine Reihe aus der Vergangenheit, mittlere Reihe, die präsente Reihe, untere Reihe, die potenziell zukünftige Entwicklung, drei der Kelche. Stehen für eine Dreierkonstellation, können die stehen, können aber auch für das Zusammenfinden mit jemandem stehen, der einem wichtig ist. Oder für eine schöne Gemeinschaft. Die Sonne für Durchbruch, für einen Durchbruch. Dann haben wir die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche für eine Ablehnung oder ein Ablehnungsthema. Dann haben wir die erste Karte der präsenten Reihe. Da haben wir die Kraft. Die Kraft, die immer weiter auf einem bestimmten Weg quasi erwächst. Das Ass der Kelche, die Chance auf einen emotionalen Neustart. Die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung, der Herrscher, steht erstmal fürs männliche Element. Was Aktives, Strukturgebendes, Ordnendes kann das sein. Kann für dich stehen, der Herrscher kann durchaus auch mal für eine andere Person stehen, das werden wir aber sehen. Die Zwei der Schwerter für einen Zweifel haben, nicht ganz klar gucken können. Und dann haben wir die Zwei der Münzen für große Situationen oder große Welten, die miteinander in Einklang, in Integration gebracht werden wollen. So, deine Hauptenergie mit der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Ich spüre mich mal rein, ziehe auch gleich zwei Lenormand-Karten dazu. Ja, da kommt ein neues Ding mit rein. Da kommt was mit rein, irgendein neuer Aspekt mit rein, der dich
die Waage, wie sagt man, neu austarieren lässt, wo du erstmal ein Gleichgewicht mitfinden musst. Wir haben den Anker. Der kann dafür stehen, den Anker an der richtigen Stelle zu werfen oder mal an der falschen Stelle verkettet zu sein und nicht wegzukommen oder also an einer Stelle, wo man gerne weg möchte oder auch mal was Berufliches, die Frau für dich oder für wen anders. Ich werde schauen. Du hinterfragst, wo du stehst. Der Anker ist in Frage gestellt, der Kompass, deine eigentliche Richtung ist in Frage gestellt, die Frau bist du. Das bekommen wir jetzt gerade nicht detaillierter. Was es inhaltlich sein könnte, das weißt du aber dann selber am besten. Also hier ist dein bisheriges Da und da bin ich. Ja, kommt in Dynamik, kann man mal so sagen. Ne? Kommt in Dynamik. Jetzt gehen wir erstmal zu der in die obere Reihe mit den 3 der Kelchen, der Sonne und die 4 der Kelche. Mit den 3 der Kelchen hat ein Sortierungsprozess stattgefunden. Mit den 3 der Kelchen hast du erkannt, mit wem du zusammen sein möchtest. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Da hast du erkannt, mit wem du zusammen sein möchtest. Wir haben hier einmal den Klee für unterschiedliche Formen des Glücks. Und hier die Wolken. Und die Wolken, die hier aus dem Bild rausziehen, das heißt, die Klarheit kommt. Klarheit kommt rein. Ich gucke nochmal gerade. Der Klee ist ein bisschen niedergeschlagenes Glück, was sich hier klärt. Das ist die Energie dahinter. Das heißt, das Glück kann frei werden. Und das ist hier dadurch frei geworden, dass du erkannt hast, mit wem du, glaube ich, deinen Weg weitergehen möchtest. Wen du an deiner Seite haben möchtest. Da hat sich hier, glaube ich, ganz viel gelöst an der Stelle. Dann kommen wir in die Sonne. Die Sonne ist der Weg, den du dann aber auch gehen musstest. Warte mal. So wie die eigene Sonne immer weiter kennenlernen. Dann noch mal 2 Karten zu ziehen. Hier haben wir einen Mann. Er kann dein Gegenüber sein, kann rein theoretisch auch für dich stehen. Wir gucken mal. Und die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste. Ja, dein eigenes Glück weiter kennenlernen. Du musstest Sachen gehen lassen. Ich muss einmal kurz, also das auf jeden Fall, aber ich muss jetzt noch mal kurz in den Mann weiter reinspüren. Nee, ist auch deine Energie. Es ist auch deine Energie. Und in dem Mann ist dieses aktive Element sehr präsent. Männlich ist er auch aktiv, weiblich passiv. Ne? Und mit der Sonne kommt das auch so durch. Da ist ein Differenzieren. Und du musstest aktiv gucken, was willst du in deinem Leben haben und was nicht. Hier ist ein großer Differenzierungsprozess. Hier ein A. Jetzt weiß ich.
Und jetzt muss ich die Wege aber auch weitergehen. Die Wege zum oder in meinem ja, Erfolg, Durchbruch, wie auch immer jetzt für dich das richtige Wort für die Sonne ist. Dann haben wir die vier der Kelche. Die vier der Kelche. Mit den vier der Kelchen das Gefühl, warte mal. Ich habe manchmal hat man so ein Gefühl, ne? Und kann es dann, also hat es eigentlich ganz klar, aber das in Worte fassen ist dann die Herausforderung. Ich ziehe mal zwei Karten dazu. Wir haben hier die Ruten für Prozesse, bestimmte Prozesse. Und den Berg für Blockaden, Hindernisse. Ja, irgendwas kam hier, womit du dich auf jeden Fall auseinandersetzen musst. Das ist auch in den vier der Kelchen schon sehr präsent. Da ist eine emotionale Schwere mit drin, die dir irgendwie auf deinem Weg begegnet ist. Und der du dich auch widmen musstest. Du musstest aktiv diese Schwierigkeiten auch angehen. Und das ist eine Phase, wo man dann nicht, man sitzt hier so in ablehnender Haltung, wo man, glaube ich, wo du Zeit für dich brauchtest oder hattest. Und dich wirklich, wirklich, ich glaube, keinen einfachen Themen hier oben widmen musstest. So, und das kann etwas sein, das kann ein kurzer Zeitraum sein, das kann aber auch ein sehr langer Zeitraum sein, den wir da oben liegen haben. Die Kraft, die Gerechtigkeit und das Ass der Kelche in der präsenten Reihe. Mit der Kraft verstehst du unglaublich viel. Da werden dir ganz viele Dinge klar. Da werden dir ganz viele Dinge klar, die dafür sorgen, dass du deinen Weg anders gehst. Hier ist so wie ganz, ganz, ganz viele Sachen und so existenzielle oder essentielle Sachen, die du hier vorher irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm hattest, die dir auch irgendwie nicht bewusst waren, die irgendwie neu in dein Leben dazukommen, wo du verstehst, warum die Wege ein bisschen schwierig da auch geworden sind oder vielleicht auch sehr schwierig geworden sind und du irgendwie hier wirklich doll am Aufwachen bist. Aufwachen bist und diese ganzen neuen Erkenntnisse eben jetzt auch in dein Leben transportierst und umsetzt. Umsetzen musst, dazu angehalten bist, das zu tun. Ne? Das Ass der Kelche. Und das ist irgendwie ist so, fühlt sich an wie die Vollendung von diesem ganzen Neuen, von den neuen Erkenntnissen. Da werden die Dinge auf einmal relativ klar. Also hier ist schon oh, ganz viel Neues, ganz viel Klarheit. Ach du liebe Güte, Erkenntnisse, die habe ich ja, also hätte ich im Leben nicht gedacht. Ne, was immer, was erstmal verarbeitet und neu integriert werden muss. Und mit dem Ass der Kelche dieses, hey, und jetzt ist klar. Ne? Gucken wir mal, ob wir das noch etwas differenzierter bekommen. Wir haben einmal das Kreuz, das kann mal für Belastung stehen, steht aber häufig für den, jo,
Seelenweg, Schicksalsweg, diesen Weg, den man so geht, ne? Und oder den man fühlt zu gehen. Und dann haben wir den Sarg für tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefen Wandel. Der Weg ist so klar wie Kloßbrühe, um es mal mit dem Sprichwort zu sagen. Das ist ohne Frage und alles andere spielt dann auch die Rolle nicht mehr. Alles andere spielt dann irgendwie die Rolle nicht mehr, die es vielleicht mal im Leben gespielt hat. Das ist ein großes, großes Aufwachen, was bei dir gerade passiert oder schon seit längerem passiert. Auch das hier kann durchaus eine längere Zeitspanne sein, die wir hier in der Mitte liegen haben. Da passiert unfassbar viel, was alles integriert und verarbeitet werden möchte und deinem Weg eine Richtung gibt, die sich aus sich selbst heraus entwickelt. Die sich aus sich selbst, aus diesen neuen Erkenntnissen, Erfahrungen heraus entwickelt. So, die potenzielle Weiterentwicklung mit dem Herrscher, den 2 der Schwertern und den 2 der Münzen. Der Herrscher ist deine Energie und du bist hier durchaus jetzt ein bisschen klarer aufgestellt. Aber, also es ist so wie, okay, das hat sich jetzt sortiert, aber es geht auch noch, es geht noch weiter. Die Prozesse gehen noch weiter. Du hast jetzt das Standing, um dich neuen Herausforderungen des Lebens zu widmen. So, jetzt gucken wir mal, was das sein könnte. Die 2 der Schwerter. Die 2 der Schwerter ist ein Zustand, ich glaube, der ist schon vorher da, der kommt hier nicht neu. Und der möchte, der kann nicht bestehen bleiben. Das möchte jetzt hier irgendwie gelöst werden, das möchte angegangen oder aufgemacht werden. Wir gucken mal, das Schiff für ein Weiterziehen oder auch mal für Sehnsucht. Und das Buch für ein neues Kapitel oder ein Kapitel, was neu geöffnet werden möchte, ein altes, was geschlossen werden möchte, was Verborgenes oder auch Wissen. Da kommt was Neues und in dieser Konstellation zeigt sich das noch nicht. Es kann sein, ne, nicht immer kommen alle Informationen, weil die jetzt wichtig sind, dass sie dann eben auch gerade für dich nicht kommen. Weil hier kommt keine Information inhaltlich darüber, was sich hier tut. Hier ist einfach nur ganz klar, es geht in ein neues Kapitel rein und die Augenbinde kommt ab. Da zeigt sich dir von der Welt noch mehr, da bekommst du Informationen, irgendwie in die Richtung geht das. Die 2 der Münzen. Und hier will das Neue dann, was hier wiederum neu ist, hier haben wir schon Neues, ne? Hier kommt noch was Neues, das will dann ins Leben auch integriert werden. Vielleicht ist ja jetzt inhaltlich eine kleine Info. Hier haben wir einmal den Hund für Selbstliebe, für Loyalität, aber auch ja genau, für die beiden, für Freundschaft kann da stehen. Gute Selbstanbindung und die Sonne auch hier für Durchbruch, für Erfolg. Ja, du bist auf dem Erfolgsweg. Du bist hier auf dem Erfolgsweg, das ist irgendwie ganz klar. Mit dem Hund bist du total richtig, du bist gut bei dir. Irgendwie du bist die Sonne ist hier der Erfolgsweg und du bist mit dem Hund gut an diesen Erfolgsweg angebunden. Das ist das, was hier ist. Und ich glaube, das ist einfach so, wir bekommen keine Informationen darüber, was das inhaltlich ist, ob das was, also inwieweit das was mit deinem Gegenüber zu tun hat, was da passiert, weil sich das hier einfach gerade nicht
zeigen möchte, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist mein Gefühl. Ich ziehe eine Karte aus dem Aspekte-Kartenset und da gucken wir mal, welcher Aspekt das ist, der dich jetzt hier durchträgt. Da haben wir die Vitalität. Das lasse ich auch bei dir, da guckst du selber, warum die Karte kommt. Vielleicht spürst du das jetzt schon, vielleicht in 3 Tagen, vielleicht in 1 Woche. Aber so wie die Karten zu mir sprechen, können sie auch zu dir sprechen. Und da schau mal, was das mit dir macht. Und das Gleiche machen wir mit der nächsten Karte. Und zwar eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Mein inneres Kind hat Humor. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Es findet sich jeden Tag ein Grund, um fröhlich zu sein. Und sollte ich einmal keinen Grund entdecken, denke ich an etwas, das mich zum Lachen bringt. Oder ich gehe unter Menschen und nehme mit ihnen Augenkontakt auf. Ein kleines Lächeln kann den Tag eines Menschen verzaubern. Lachen ist die beste Medizin, immer wirkungsvoll und frei von Nebenwirkungen. So, 3 Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine momentane Beziehungsenergie, der Stern für Integration, wer hätte es gedacht. Dann die Beziehungsenergie an sich zwischen euch, der Bube der Stäbe für die freien Impulse, das freie Erleben quasi. Und die 7 der Münzen, die 7 der Münzen für ein Wachsen, Gedeihen, Entstehen lassen oder auch mal die Ernte einfahren. Wir werden es sehen. Auf der Seite deines Gegenübers. Aber hier jetzt erstmal der Stern und der Bube der Stäbe. Ja, der Stern ist sehr ähnlich der ganzen mittleren Energie, auch der Kompassenergie. Ne, das ist das einfach nochmal zusammengefasst. Es sind ganz viele neue Dinge, neue Betrachtungsweisen der Welt, neue Erkenntnisse, die du hast. Hier dreht sich irgendwie deine Weltsicht gerade. Ne? Und das ist die Energie. Der Bube der Stäbe ist ein Leben im Jetzt. Das ist ganz wichtig, ein Leben im Jetzt, ein Verbundensein mit dem Jetzt. Es ist gerade nicht dran, nach morgen oder gestern zu gucken oder irgendwie noch viel weiter, sondern das ist ein Leben im Jetzt, aus dem raus, das alles erwachsen will und aus dem raus sich das alles kreieren will. Und auf die Karte deines Gegenübers gehen wir in der weiterführenden Legung ein, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr und ziehen eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox, freue mich sehr, dass du da warst und freue mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen, wenn nicht gleich, dann hoffentlich bald. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir gern einen Daumen nach oben oder auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast. Das unterstützt so einen Kanal immer sehr. Also, bis gleich oder bis.